Social Coding. Oder man könnte es auch anders sagen, Teilen ist das neue Haben. Die 10. Talks for Nerds Veranstaltung ist was Besonderes für mich, einfach aus dem Grunde, weil wir sehr viele Themen vorgestellt haben bei Talks for Nerds und viele der Themen letztendlich auch umgesetzt bekommen haben und viele neue Technologien haben ihren Weg ins Unternehmen gefunden und Talks for Nerds hat einen großen Anteil daran. Ist, ich will mal fast sagen, aus dem Verborgenen jetzt immer stärker in den Vordergrund gerückt, in den Fokus, und zwar einfach aufgrund ihrer Stärken, die sie hat. Ja, das ist die völlige Objektorientierung der Sprache und dass man sehr schnell Prototypen schreiben kann, die dann auch funktionieren und laufen. Man ist schnell am Time of Market und inzwischen hat Python eine so große Verbreitung, dass man auch sagen kann, ich habe Investitionssicherheit, wenn ich mit Python arbeite. Und das kommt auch aus der Community, das sind sogenannte Python Enhancement Proposals, das sind also Nachfragen, was man gerne in der Sprache drin hätte. Und das wird dann diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wenn Fragen bestehen oder Uneinigkeit, dann entscheidet immer noch Guido van Rossum, der ist sozusagen der Diktator auf Lebenszeit, ja, der hat das letzte Wort. Und wie sich die Sprache weiterentwickelt, das hängt auch ein bisschen davon ab, wo sie eingesetzt wird. GitHub ist die Heimat von über 47 Millionen Programmierern weltweit, die das Tool nutzen für Open-Source-Programmierung, aber auch immer mehr Enterprises, also insgesamt 75.000 Firmen nutzen unsere Software. Einer der Hauptteile ist, dass wir asynchrone Kommunikation tatsächlich sehr, sehr stark intern auch durchführen. Einfach dadurch, dass wir über die ganze Welt verteilt sind. Das ist vielleicht die R&V jetzt nicht unbedingt. Wir haben allerdings herausgefunden, selbst wenn man schon weiter als 30 Meter auseinander sitzt, gibt es relativ wenig Kommunikation zwischen Kollegen. Das bedeutet, dass man immer mehr auf asynchrone Kommunikation dann auch geht mit Issues, Pull-Requests, Chat-Applikationen. Und wie das Ganze funktionieren kann, wie wir sogar komplett ohne E-Mail bei GitHub auskommen, das ist Teil von dem, was Lilly heute auch zeigen wird. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber generell würde ich sagen, es ist für jede Industrie vorteilhaft, sich im Open-Source-Bereich zu engagieren, einfach weil natürlich auch neues Talent in die Unternehmen geholt werden soll und das einfacher funktioniert, wenn das neue Talent sieht, dass sich die Unternehmen dort schon engagieren. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.